Es ist ein ungeheures Wort, das in dieser Stunde hier am Vorabend des Todes Jesu durch den Mund des Apostels Philippus gesprochen wird. Herr, zeig uns den Vater. Das ist ja nicht irgendein Geplapper oder irgendeine fixe Idee. Es ist der alte Wunsch. Es ist die Zusammenfassung dessen, was, wenn wir so sagen dürfen, der alttestamentliche Mensch ersehnt. Wir wissen, dass Mose, der wie ein Freund von Gott behandelt wird, auch eines Tages diesen Wunsch hat, ihn zu sehen. Und wir kennen vielleicht auch diese Stelle, wie Gott ihn versteckt. Er darf ihn nur von hinten sehen, nur die rückwärtige Spur, weil es nicht möglich ist, Gott zu sehen. Uns kommt vielleicht die Vision des Propheten Jesaja im 6. Kapitel seines Buches in den Sinn, wo dieser Mann zuerst gereinigt werden muss, damit er überhaupt, wenn er auch Gott selber nicht sieht, aber den Tempel erfüllt von der Herrlichkeit Gottes sehen darf. In dieser Spur bewegt sich Philippus, wenn er plötzlich sagt, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Das ist eine Spur auch christlichen Lebens. Frühere Generationen lernten das noch, manchmal sogar in der Schule. Das Ziel des christlichen Lebens ist die Anschauung Gottes. Was ist eigentlich unser Ziel? Wir sagen das so banal, wenn wir noch einigermaßen in der Spur sind. Wir wollen in den Himmel kommen. Und was wollen wir da machen? Was gibt es da zu tun? Was gibt es da zu sehen? Was machen wir da die ganze Zeit? Bis hin in blöde Witze zieht sich das, wie sehr wir als Christen die Spur verloren haben. Die Anschauung Gottes vollzieht sich da und sonst nichts. Anschauung und Lobpreis Gottes. Wer das nicht will, sollte sich überlegen, ob er in den Himmel kommen will. Nichts anderes ist das Ziel. Aber wie geht das? Jesus antwortet auf das ungeheure Wort des Philippus mit einem noch ungeheuerlicheren Wort. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und er führt ein Beispiel an. Die Worte, die ich zu euch spreche, all diese Worte des Evangeliums, die Jesus 3 Jahre lang verkündet hat, deren Zeugen die Apostel waren. Das sind doch nicht meine Worte, das sind doch nicht meine Ideen, das ist doch nicht meine Religion, die ich irgendwie in die Welt setze. Alles, was ich sage, kommt vom Vater. Ohne ihn, sagt Jesus, kann ich gar nichts tun. Ich bin da, um seinen Willen zu tun. Und er wird in dieser Stunde den Jüngern erklären, auch das Wort von der Reinigung. Wir können nicht einfach vor Gott hinstolpern. Wir müssen gereinigt werden. Jesus sagt, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Das heißt aber auch umgekehrt, dass wir das Wort Jesu brauchen, damit wir uns überhaupt Gott nähern dürfen, damit wir uns ihm nähern dürfen. Wir machen heute alles so einfach, weil das gut ankommt, scheinbar. Aber die Ergebnisse zeigen ja, es kommt überhaupt nicht an. Wir machen alles einfach, aber es kommt nicht an. Es kommen ja deshalb nicht mehr Menschen. Es sind ja nicht mehr Menschen sozusagen in Attraktion dem Evangelium gegenüber, Christus gegenüber. Im Gegenteil. Ist da vielleicht etwas falsch? Müssten wir, die wir doch von uns sagen, wir glauben an Jesus, wir sind unterwegs zu dieser Anschauung Gottes, uns vielleicht zuvor von seinem Wort reinigen lassen, damit wir bereit und fähig werden. Und ein anderes Wort steht wenige Sätze vor unserem Evangelium, das wir auch bedenken sollten. Jesus spricht von seinem Abschied. Er, der alle Wege mit seinen Jüngern geteilt hat, sagt ihnen jetzt, jetzt kommt ein Weg, den ihr nicht mitgehen könnt. Unsere Wege werden sich hier trennen. Und die Jünger sind
tief erschüttert, wie es das Evangelium sagt. Sie sind innerlich so gepackt, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, es stimmt, dass wir in unserer Zeit die ein oder andere Säule der Kirche bersten sehen oder jenes Mäuerchen, an das wir uns angenehm gelehnt haben, fallen sehen. Aber packt uns wirklich eine tiefe Erschütterung auch über das, was wir Abwesenheit Gottes nennen, was wir manchmal so schmerzlich spüren, wenn wir dann fragen, ja, Jesus, wo bist du denn? Lässt du das Schiff deiner Kirche allein? Wo bleiben wir hier getrieben auf den Wellen von was auch immer hin und her geworfen? Vielleicht bedürfen wir dieser Erschütterung, damit wir bereit werden, uns reinigen zu lassen von seinem Wort. Und damit das Wort, das Jesus so oft bemüht in dieser letzten Stunde hier mit den Jüngern gemeinsam, das Wort vom Glauben, damit es in uns einsinken kann. Und damit wir wirklich erkennen, dass Jesus nicht irgendein Prophet war, nicht irgendeine Botschaft hatte, sondern das bewahrheitet, was er sagt. Ich bin der Weg. Die Wahrheit, die eine einzige ist. Ich bin das Leben. Wer mich sieht, sieht den Vater, sieht den lebendigen Gott. Und vielleicht entdecken wir dann in einer solchen Stunde, welches große Geschenk er uns damit macht.